Ja, wir wussten, dass es kein leichtes Spiel wird hier. Anderlecht hat sehr gut dagegen gehalten, hat uns versucht hochzupressen. Wir haben leider leichte Fehler gemacht und so. Anderlecht ein bisschen kommen lassen, sie ein bisschen aufgebaut, sage ich jetzt mal. Ja, wir haben über weite Strecken vom Spiel haben wir zu viele Fehler gemacht, haben oft im Spielaufbau die Bälle verloren, was sehr ungewohnt ist für uns. Haben dann auch vor allem in der ersten Halbzeit viele Zweikämpfe nicht so bestritten, wie wir es uns vorstellen. Und dann ist es natürlich schwer und dann lässt man natürlich auch Möglichkeiten zu für Anderlecht und lässt sie ins Spiel kommen. Und es ist natürlich nicht so, wie wir es uns heute vorgestellt haben. Ich denke, das zweite Halbzeit war viel, viel besser. Wir haben zwei Tore geschossen, wir konnten noch mehr. Und zum Glück, wir haben heute gewonnen. Ja, Marco, am Ende des Tages war es ein Arbeitssieg gegen Anderlecht, 2:1 für dich, aber ein ganz besonderes Spiel. Du hattest heute dein Debüt bei den Profis und dein Debüt in der Champions League. Wie ist es für dich gelaufen? Wie schätzt du den heutigen Abend ein? Ja, es war wirklich ein hartes Spiel. Wir haben das gleich am Anfang gemerkt. Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan, hatten viele einfache Ballverluste. Das haben wir angesprochen in der zweiten Halbzeit. Und ich denke, dass wir das in der zweiten Halbzeit besser gemacht haben. Und es war wirklich ein Arbeitssieg und wir sind froh darüber, jetzt die 3 Punkte geholt zu haben. Es freut mich natürlich unheimlich, dass er heute sein Debüt machen durfte. Ich finde, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Er war in den Zweikämpfen hart drin, hat viele Zweikämpfe gewonnen. Er hat es natürlich auch nicht leicht, weil wir als Mannschaft heute auch nicht so gut aufgetreten sind. Aber er hat seinen Job sehr gut erledigt, vor allem in der zweiten Halbzeit auch offensiv teilweise eingeschaltet. Und ich denke, da kann er drauf aufbauen.